Für viel Gefühl im Film sorgt natürlich auch die Musik von Karel Svoboda. Der tschechische Komponist hat sehr viele Lieder für Karel Gott geschrieben, auch Biene Maja. Was aber Karel Gott mit Aschenbrödel zu tun hat, das werden wir später erfahren. Erstmal erzählt Karel Svoboda, wie die Musik zum Film entstanden ist. Das glücklichste Moment dabei war, dass Regisseur Václav Orlíček kommt zu mir und sagt mir, du, ich sage dir offen, mir ist das egal, wie du das machst, aber ich möchte schöne Musik, keine infantile Musik, sondern wie die Erwachsene. Musik, die ist romantisch, schön und ich warte der Resultat. Das war für mich ein Moment, der, weil ich erwartet, was er eigentlich will, welche Richtung und welche. Nein, er lässt mich frei.